Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room to the World 2 mit Sparta. Und wir werden gerade angegriffen. Und der sagte, ja, wir haben gar keine Chance, aber das mag ich bezweifeln. Gegen die Adelskrieger hat meine tolle Bürgerkavallerie gar keine Chance, aber wir sind ja in der Stadt drin, also. Okay, Speerwall hat natürlich den Vorteil, dass sie Speer werfen können. Also muss ich schauen, was ich mit wie ich meine Pikiniere schützen kann. So. Aber es ist wieder die typische, oder? Ja. Und er startet wieder da. Also ihr kennt das ganze Prozedere hier schon. So. Die Aufstellung werde ich mal kurz dafür gebrauchen, ups, um Schluck aufzubekommen und um euch zu sagen, also heute ist ja Sonntag und normalerweise kommt ja Sparta nicht sonntags, sondern wann anders? Ich glaube freitags, oder? Ich habe ja schon längst die Übersicht verloren. Das ist auch einer. So. Der versteckt sich hinter dem Haus. So. Genau. Der Grund dafür ist, dass ich morgen am Montag meinen ersten Livestream habe. Zwar nicht Rome to War, also morgen ist eher so eine Art Testlauf. Und morgen werde ich einfach nur so Community-Spiele spielen, also so Scribble.io und ein anderes, was eigentlich genau dasselbe ist. Vielleicht spiele ich auch nur das, wo ich was, also das wie heißt das, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so ein Spiel, was gut für Twitch ist, weil das lässt sich gut verbinden. Und das ist, das bedeutet, das ist so ein Spiel, wo ich auf der Webcam quasi was male. Ihr könnt es sehen und ihr müsst quasi das erraten, was es sein soll. Und Jagdreiter. Und das ist. Warte mir vor. Und das ist eigentlich ziemlich lustig. Ich weiß ja nur noch nicht, ob wir nur das spielen oder auch was anderes. Also wir werden wahrscheinlich was anderes spielen. Vielleicht noch Uno oder so. Genau, auf jeden Fall ist es eher so eine Art Test und der echte Stream oder also der Stream mit den ganzen Spielen kommt dann am Donnerstag und der Donnerstag wird dann, da kommen die echten Spiele, also wie Rome to the War können wir spielen oder oder andere Spiele, also da sind wir relativ frei. Ich habe ein paar Spiele extra für den Stream gekauft, die werde ich euch da mal vorstellen und dann schauen wir mal, ob wir die auch da spielen werden. So. Sehr schön. Genau, also auf jeden Fall werden wir das dann da zusammen spielen. Alter, das ist echt heftig, was die gerade da machen. Die Jugendlichen haben halt so eine krasse
Durchdringung, also Armor Penetration, ist echt krass. Das ist halt richtig, richtig heftig. Ich erwarte eure Befehle. So, ich gehe mal kurz zurück. Au. Au. Boah, jetzt reicht's mir. Alter, die hauen ja richtig, richtig rein. Ist ja ein bisschen abartig hier. Gut. Ich werde auf jeden Fall in der Kommentar-Section und unten in den in der Infobox schreiben, wann wir oder also den Link teilen von meinem Twitch-Channel, und da werden wir ein bisschen Spaß haben dann. Alter, also die Jugendlichen haben richtig, richtig krass wehgetan. Das war ja richtig heftig. Das war schon nicht schlecht. Ich glaube, der General darf auch mal mitmischen. Fertig hier. Fatalische Piken! Schnelle Reise zu euren Diensten! Schnell jetzt! Schneidet sie in Stücke! Vorwärts! Gut! Zum Glück habe ich hier Steinschleuder dran, ne? Männer wanken.
Zerstöckelt sie! Kavallerie vorrücken! Vartanische Piken! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Brecht die Linie! So, jetzt fängt er an zu wanken. Aber ich will den feindlichen General noch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Fortfahren, General. Das ist er doch, oder? Der feindliche General ist tot. Das ist schön. So. Ja, die haben richtig reingehauen. Also sowas fällt halt bei Sparta schon sehr auf. Oder allgemein bei den griechischen Staaten, die auf Pikiniere und so weiter setzen, das fällt dann schon sehr auf. Aber wir haben keinen verloren, das ist schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut. Dann schauen wir gleich mal, wie groß wir sind und was wir noch alles machen müssen. Was total lustig ist eigentlich, habe ich schon mal gesagt, ist, dass ich normalerweise Sparta, also vor allen Dingen Sparta, ziemlich aggressiv spiele. Also die ganzen Klientelkönigtüme habe ich eigentlich nie, also egal welche, ja, können wir vergessen, egal welche Fraktion, aber rein theoretisch passt es sogar zu Sparta, weil die haben ja nicht viel selbst gemacht, sage ich mal, also die hatten großen, also was heißt hier nicht selbst gemacht, die haben halt sehr viel Verbündete gehabt, sehr viele, und nicht sehr viele Gebiete erobert. Und das ist halt dann sowas, was sehr gut passt gerade. Gut, das kämpfen wir auf jeden Fall auch noch. Und dann ist, warte ich... Ich umstelle es erstmal kurz und schaue, wie es gerade aussieht. Okay. Gut. Dann, warte, wo war das? Hier war das, ne? Genau. Da schauen wir erstmal, was die gemacht hat. Diese Hetäre ist schon seit geraumer Zeit die Gefährtin eures Generals. Doch nun weist sie ihn zurück. Der Mann macht sich mit seinen Versuchen, ihre Gunst zurückzugewinnen, lächerlich. Die Hetäre überzeugen. Wie ich höre, schaffen großzügige Spenden solche Probleme aus. Sie verschwinden lassen, mit dem General sprechen. Ich spreche mal mit dem General. So. Ich meine, ja. Alles andere wäre mehr oder weniger das Gleiche, oder? Also. Quasi entweder sie zwingen. Also bestechen ist eine nette Form des Zwingens. Oder was anderes. Ich gehe mal kurz dahin, dann kann er... Ah, genau. Hallo. Okay.
Warte, nee. Das lasse ich nochmal kurz. So. Oh, Roma. Du bekommst Aquädukt habe ich zwar schon, aber ich weiß nicht, das passt immer so zu Roma. So, Romanum. So, hier unten brauche ich einen Tempel, damit es auch schön griechisch wird. Da brauche ich auch einen Tempel. Hier, das da, dann Wein, dann Münzen, dann Brunnen. Man muss ja ein bisschen angeben. So, hier genau dasselbe. Brunnen, das da und ja, nee, machen wir Forschung. Dann habe ich alles durch. Genau, und dann können wir da unten angreifen. Hier. So, da schauen wir mal, ob das jetzt ein bisschen besser geht. Und er kommt raus, das gefällt mir nicht. Aufstellung starten. Das gefällt mir nicht. So, ich werde auf jeden Fall hier hingehen. Also ich weiß nicht, ob er mir entgegenkommt. Wie entgegenkommt er ist. die da bleiben hier, die da kommen hier hin. Und die da kommen hier hin. Die Kavallerie kommt hier hin, der General kommt hier hin, so. Okay, der bleibt stehen. Das Gute ist, dass es nur die afrikanischen Söldner-Elefanten sind. Und nicht die indischen, die Panzer, die gepanzerten. Ist halt schon richtig, richtig heftig, was man gemacht hat, damit diese friedlebenden Tiere, also Elefanten sind ja wirklich friedlebend, so aggressiv werden. Das ist nicht ganz so gut. Aber dank der Römer wurden die Elefanten nicht mehr gebraucht. Weil, das erkläre ich mal ganz kurz. Er tut mir natürlich nicht den Gefallen und kommt zu mir. So, der Grund war, die Karthager oder beziehungsweise die Puner, wie sie sich selbst genannt haben, Karthago kommt ja von den Römern, habe ich hier ein bisschen was in der Rom-Kampagne erzählt, bei den punischen Kriegen. Genau, die haben ja sich angewöhnt, diese Elefanten, also die Kriegselefanten zu benutzen. Und auch sehr, sehr erfolgreich. Und das war auch die Geheimwaffe von Hannibal, also der über die Alpen gekommen ist. Also er hatte am Schluss kaum noch Elefanten übrig, weil die meisten sind in den Alpen gestorben, leider. Und aber was Hannibal perfekt konnte, war die... Oh, jetzt kommt er. Die Gebiete, also die Begebenheit des Schlachtfelds für sich selbst zu nutzen. Ihr dürft rennen. Und das war der Riesenvorteil bei dem, weil die Elefanten waren nur dann erfolgreich, wenn sie auch gut eingesetzt werden. Und
Das hat er perfekt gekonnt. Obliegen bereit! Die Krieger wollen Blut! Vater! Wir hungern nach Blut und Kampf! Die Speerkämpfer, das ist halt doch ganz hervorglänzend. Passiert gerade. Er stellt sich ein bisschen schräg hin. So, er stellt sich so komisch hin. So komisch. Unser General wird angegriffen. Hä, der General ist doch da hinten. Ja, komm. Wenn er schon mal aufgehalten würde. Dann kann ich ja jetzt hier die... die ganzen aufhalten. Die ganzen Fernkämpfer. So, die können wir hier hinschießen. Du kommst mal dem zur Hilfe. So. Ich glaube, dann hab ich's auch. Mach dir den mal platt hier. Wir töten sie alle! Kampf bereit und billig! Die Schlacht wendet sich zu uns. Natürlich tut es das. Wie der flutscht dadurch. So, ich glaube, ich hab's jetzt. Au. Ja, okay, aber 2, 4, 6, 7. Ja. Ist der General schon gestorben? Ich glaube schon. Aber 7 Fernkampfeinheiten sind halt richtig krass. Ja, vor allen Dingen, wenn die alle Rang 9 sind. Hat mich schon gewundert, warum wir die Elefanten so schnell platt gemacht haben.
Aber erstens waren das ganz normale Elefanten, keine Kriegselefanten. Und zweitens, ja, waren es krasse Fernkämpfer. Ich habe jetzt gar nicht gesagt, was die mit den Elefanten gemacht haben, ne? Und zwar haben sie die ziemlich gequält. Also, sie haben unter den die Sättel, ich glaube, Disteln oder so getan, damit es halt richtig weh tut. Und sie haben die unter Drogen gesetzt. Also betrunken gemacht und Drogen gegeben und so weiter. Also alles nicht ganz so geil. So. Und es ist schon wieder fertig. Gut. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr morgen vorbeigeschauen würdet. Es fängt um 3 Uhr an. Geht bis vielleicht 6 Uhr. Mal schauen, wie spaßig es wird. Und genau, wie gesagt, morgen am Montag ist eher so Fun und eher Ausprobieren für mich. Und am Donnerstag werden dann wirklich Spiele gespielt, so wie Rome to the War oder ja, mal schauen. Und Donnerstag ist auch wieder 3 bis 6 Uhr. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.